Grüßchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Ball Fighters, wo wir uns heute den muskelbepackten, teilweise wahnsinnigen Kämpfern widmen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wer passt zu den muskelbepackten, teilweise irren Kämpfern? Natürlich wird die Liste angeführt von unserem guten Freund Brokkoli. Also der gute alte Brody. Das Gruppenbattle, bla bla bla. Füge einer Lieblingsmarke, bla. Geh mir nicht auf den Keks. Also natürlich unser lieber Herr Brody. Aber wer noch? So, wer noch? Nun, das ist ziemlich einleuchtend, wenn ihr es seht, weil wir haben hier Broly. Der ist voll muskelbepackt. Dann Nappa. Kann ich Nappa dreimal nehmen? Schade. Und Jiren. Weil er für mich mehr nach muskelbepackter Irre als nach ihr wisst schon, Taktiker aussieht. Weshalb da die Wahl auf ihn fällt. Und deine anderen Farben sind alle total scheiße. So. Also wir machen das Superschwerkraftraumschiff. Einmal richtig und einmal zufällig. Wir machen einmal richtig. Ich hoffe, dass Broly uns einige lustige Interaktionen liefern wird. Weil, dafür machen wir das doch. Lustige Interaktionen und spannende Kämpfe. Wo ich das aufnehme, ist immer noch nicht bekannt, wann der nächste DLC-Charakter freigeschaltet wird oder implementiert oder was auch immer. Was mich ein bisschen wütend macht. Du wirst im Blut baden? Ist das gut für die Gesundheit? Hi, Trunksy Boy! Ich bin ein kompletter Irrer! Verstehen wir uns da? Und Gohan? Mit dir geht's auch. Down. Down, down, down. Nimm das. Bam. Nappa. Setz den entscheidenden Schlag. Du sagst es, Nappa! Du sagst es! Keine Chance! Wir sind die drei muskelbepackten Irren. Ja, Nappa noch am wenigsten, aber die anderen beiden. Der Super Saiyajin Ausverkauf. Ich frag mich, wie ihr euch gegen den guten alten Brody schlagt. Wobei jetzt auch meine Frage wäre, wer ist stärker, dieser Gohan oder der spätere Gohan? Weil als Teenager war er wirklich fucking stark. Hoi!
Weg mit dir! Und nun zu dir, Trunks, Hanna. Ach, ich treffe nicht direkt vor mir. Das scheint das Problem von Broly zu sein. Guck mal, da ist ein Pflanzenmann. Pflanzenmann! Warum lässt du mich im Stich? Nein! Nein! Nimm das! Niemand widersteht dem großen Nappa! Und Jiren... Jiren kam ja noch gar nicht mal zum Zug. Ihr Flachzang. Und Jiren kam ja noch gar nicht mal zum Zug. Ja, fast so wie in Dragon Ball. Da kam er auch die ganze Zeit nicht zum Zug. Dr. Gerus Werke. Bitte was? Wer ist dieser Dr. Gero, von dem immer alle reden? Hier bitte Flashback einfügen. Hier wäre ein Flashback angebracht. So einmal so ein Flashback. Wer war der Typ überhaupt? Was hat er überhaupt gemacht? Aber wir können ja mal eben über was reden. Was ich nämlich noch vorhab. Zum einen die Margins. Nein! Also zum einen hatte ich noch vor, die drei Margins zu machen. Zum anderen, was natürlich nicht fehlen darf, wäre die Taktika. Nein, nein, nein. So, die Taktiker wären noch so ein Ding. Was war das jetzt? Ja, haben wir ja noch nie gesehen. So, also die Taktiker wären noch ein Ding. Was ist das? Großer Ansturm und Kontereinschlag. Unendlichkeitssprint. Nein, nicht das! Nein, ihr habt Jiren getötet. Wie könnt ihr nur? Nappa! Klär das mit diesem Idioten! Weg! Hör auf, mir auf den Sack zu gehen. So, also zum einen die Taktika Margins. So. Sorry. Taktika Margins, dann verwandelte Kämpfer.
Und je nachdem, ob dann irgendwann mal der angekündigt wird, kommt dann entweder ich lasse mir noch irgendwelche coolen Teams einfallen, die wir noch nicht hatten, oder aber ich beende es schon und muss es privat weiterspielen, damit ich nicht komplett außer Form bin. Was ich eigentlich nicht so gerne machen würde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das meinst du. Was meinst du, dass du das alleine schaffst? Okay, das, weg mit dir, klar. So. Und wenn ich mir noch was einfallen lassen muss, dann garantiere ich noch für nichts, okay? Weg mit dir! Ups. Weg. Ich wollte eigentlich einen coolen Finisher machen, aber naja. Naja, es könnte sein, dass ich mir nur was einfallen lassen muss. Weil, ja. Vielleicht nochmal was mit Fusionscharakteren. Vielleicht nochmal was mit Fusionscharakteren. Obwohl das auch schwierig ist. Also, wir hätten zwei Potara-Fusionen und zwei Fusionstanz-Fusionen. Aber das Ganze ist noch nicht so ausgereift. Das Ganze ist noch nicht so ausgereift. Au, Ginyu. Was? Der stand doch direkt vor mir. Wie kann dahin das verfehlen? Weg mit dir, Ginyu, klar. Nein, nicht auch noch der. Das wird übel.
weg. Das wird übel. Hi, Genio. Würdest du wohl bitte... Weg mit dir. Und jetzt zu dir, Goku Black. Jetzt handeln wir, wie Jiren handeln würde. Mach mich unsterblich. Weg! Kinnhaken des Todes! Jetzt nicht mehr! Oh ja! Okay, gucken wir mal, wie wir absteigen. Ich würde behaupten, ganz akzeptabel. Ist doch okay, oder? Na. Zurück zur Levelauswahl. Wir lassen das jetzt einfach so. Super Schwerkraftraumschiff zufällig. Oh boy. Oh boy. Wen haben wir als erstes? Oh, ich drei. Zwei Genki-Dama, Spackos und Gogeta. Das kann ja was werden. Würde ich behaupten, das kann ja was werden. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Lalala. Hi. Hi, Goku auf deiner Wolke. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Weg! Gogeta! Au. Nimm das. Elbow drop aus der Hölle. Oh nein! Nicht die Kugeltaktik, das ist meine! Nimm das! Die geballte Power von uns drei! Weg! Jiren klärt die Lage. Oh ja! Sonnenkuchen.
Diese Hitze ist ein Untergang. Oh ja. Oh ja, diese Hitze. Oh, wir kämpfen gegen Broly. Nein, nein. Bin ich begeistert. Absolut nicht begeistert. Was sagst du, wenn du gegen dein Spiegelbild antrittst? Sagst du das jetzt auch? Nee. Ach. Nein! Spüre die Macht des guten alten Gemüsekopfes. Der nicht mal Lord Beerus irgendetwas entgegenzusetzen hat. Weg! Lass dich mal durch die Decke zimmern. Das ist dein Untergang. Ich gebe zu, er flog etwas langsam, aber... Ha! Dein Untergang. Lord der Zerstörung. Ah. Okay, er ist total durchgeknackt. Ich glaube, bei ihm ist was durchgebrannt. Ich glaube, bei ihm ist wirklich was durchgebrannt. Oder was denkt ihr? Ah. Mal gucken, ob es dafür schon eine Interaktion gibt. Es würde mich wundern, aber... Hey. Ich sag euch, wenn ihr im nächsten DLC Pass Super Saiyajin God Son Goku reinpackt und Super Saiyajin God Vegeta. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich lebe ich! Sonst würde ich ja wohl kaum vor dir stehen! Nimm das! Weg! Nein, 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 C18. Ich würde sagen, das war ziemlich wasted von uns beiden, oder? Lass dich mal eben ein bisschen durch die Gegend werfen, ha? Huh? Bardocko.
Können wir denn sonst noch was anderes? Wir können halt wirklich nur den Riesenmeteor oder die Löschkanone. Au. Weg. Jiren, finish. Oh ja. Du hast so recht, mein großer Glatzkopf. Ja, wir kommen gut durch. Das kann ich schon mal sagen. Und hier haben wir auch nur 5 Level. Von daher... Oh, Fidel, Yanemba und Zamasu. Wenn ich ein Team durchgeknallter Ära zusammenstelle, ne? Dann müsste doch Broly drin sein, oder? Zamasu auch mit seinem Purge warm. Aber wer wäre noch drin? Wer wäre noch drin im Team Ultimative Irre? Oh! Fidel! Nein! Au. Nein! Nein! Böse! Ich brauche meinen Jiren noch. Ich brauch doch den guten Jiren noch. Weg! Zamasu! Nein! Elbow Drop! Elbow Drop! Weg. Hallöchen, Yanemba. Patz. So, nun zu dem wichtigsten Teil. Du. Bring mir meinen Verbündeten zurück. Nein! Nimm das, die geballte Power von Nappa! Genau, Nappa! Das ist der Einsatz! Okay, Abschluss. Gegen wen geht's? Oh boy. C16, Bardock und Beerus.
Oh, sorry. Das verspricht mir doch interessant zu werden. Das verspricht mir doch interessant zu werden. Und dann so fröhliche Musik. Shinigami. Ah, C16. Was hattest du denn erwartet? Mal so. Und nun, Elbow Drop. Hier ist. Nein! Hör doch auf! Hör auf, mein Guter! Klar. Explosion. Weg mit dir, Gott der Zerstörung. Zwei Treffer. Das wird hart. Zwölf. Jiren wins. Oi. So, aber wer wäre bei durchgeknallte Irre noch dabei? Wir hätten Brody, wir hätten Zamasu, aber wen noch? Irgendwer fehlt da noch. Irgendwer fehlt doch noch bei durchgeknallte Irre. Lass mich mal kurz in die Charakterauswahl gucken. Durchgeknallte Irre. Ja, wahrscheinlich wäre denn Ginyu. Dann hätten wir noch die Cyborg-Fraktion C17, C18 und C16. Kein Fan, aber muss. Wie gesagt, Majins. Verwandelte Kämpfer, Cooler, Freezer, Cell, Taktiker, Beerus, Piccolo und Hit mit Fokus auf Hit. Und ja, das ist so alles, was mir bis jetzt einfällt. Wenn ihr noch was Cooles wisst, dann in die Kommentare damit. Wir gucken mal eben, ob ich schon was anderes als Halloween kaufen darf. Oh, dürfen wir nicht. Okay, gib mir 10 Kapseln. Oh. Das war Schwachsinn. Wen haben wir bekommen?
So, da wir beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ach, wen nehmen wir beim nächsten Mal? Die transformierten Kämpfer, würde ich behaupten. Aber von Freezer sehen alle so scheiße aus. Jetzt mal ernsthaft. Die sehen alle so scheiße aus. Ihr Goldfreezer ja auch. Okay, der ist noch pretty cool. Aber. Nehmen wir Taylor erste Form. Wir nehmen Y im Mode verarbeiten. AZ-Marke bearbeiten. Haben wir noch was Lustiges? Haben wir was Lustiges? Was würde denn unserem Gemütszustand entsprechen? Lass mich nochmal Emote. Wie wär's, wenn wir den nehmen? Ja, was auch immer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei diesem, keine Ahnung, wie ich ihn nenne. Irgendwas mit Muskeln. Irgendein Sportspiel mit Muskeln. Mir fällt schon was ein. Als ob mir nichts einfallen würde mit Muskeln. Also, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.